Die Dunkelspeere, die vor Jahren aus ihrem Land im Schlingendorntal verbannt wurden, versuchten einen Neubeginn inmitten der zerstreuten Völker der Horde. Unter der Führung des noblen Kriegshäuptlings Thrall hatten Vol'jin und seine wilden Trolle endlich die Würde und den Sinn gefunden, die sie gesucht hatten. Doch nun, unter der Herrschaft des sturen Garoshelschrei, fürchten die Trolle, dass die Horde sich entzweien könnte. Vol'jin weiß, dass gerissene Trolle wie ihr für den Erhalt der Horde kämpfen werden. Ganz gleich, welche Gefahren warten mögen. Ob aus den Reihen der Horde selbst oder von außen. Wie geht's denn so, Mann? Auf dann! Ja, Mann! Lass uns ein paar Tiki-Zielschädel knacken! Dein Lehrer sollte hier irgendwo in der Nähe sein. Ich sehe dich dann später, Mann. Wie geht's denn so, Mann? Grüße, Mann. Ich brauche ein Ziel. Nur nicht so schüchtern. Mögen die Geister nicht sein. Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Thank you.
Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Wer ihr sein denn? Peter, bleib sauber und tschüss! Was ihr wolle, mögen die Geister mit euch sein. Ich habe kein Ziel. Hallo, Mann. Peter! Die Geister sind unruhig. Ich muss dir etwas zeigen. Es ist einfacher zu verstehen, wenn du es mit eigenen Augen siehst. Widersprich mir nicht, Troll. Du weißt, wem Thrall die Verantwortung übergeben hat. Hast du dich nie gefragt, warum er mich wählte und nicht die... Die Frage stellt sich nicht, Garrosh. Er gab dir den Titel, weil du Groms Sohn bist. Und weil das Volk nach einem Kriegshelden verlangt. Ich glaube, du bist deinem Vater ähnlicher, als du denkst, auch ohne Dämonenblut in den Adern. Du hast Glück, dass ich dich nicht auf der Stelle töte, Troll. Du bist töricht zu glauben, dass du so mit dem Kriegshäuptling sprechen kannst. Du bist nicht mein Kriegshäuptling. Du hast meinen Respekt nicht verdient. Und ich werde nicht zulassen, dass dein Kriegshunger die Horde vernichtet. Und was genau gedenkst du zu tun? Nichts als leere Drohungen. Geh und verzieh dich mit dem Rest deiner Art in die Slums. Ich ertrage deinen Dreck nicht länger in meinem Thronsaal. Ich weiß genau, was ich tun werde, Sohn Höllschreis. Ich werde warten und zusehen, wie dein Volk langsam deine Unfähigkeit begreift. Ich werde lachen, wenn sie dich endlich so verachten wie ich. Und sobald die Zeit reif ist und deine Macht bedeutungslos, werde ich da sein und deiner Herrschaft ein schnelles und stilles Ende bereiten. Du wirst mit dem Rücken zur Wand regieren. Und die Schatten fürchten. Doch der Moment wird kommen, an dem dein Blut den Boden tränkt. Und dann wirst du genau wissen, wessen Pfeil dein schwarzes Herz durchbohrt hat. Du hast gerade dein Schicksal besiegelt, Troll. Und du das deine, Kriegshäuptling. Die Dunkelspeere sind hier, weil ich sie hierher führte. Unter Höllschreis Hand wird Orgrimmar keine Heimat mehr sein. Trotzdem.